Grüß Gott, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zum wahrscheinlich besten Panther-Replay aller Zeiten. Gespielt von Melechin aus dem Panther-Clan in seinem VK3001D. Ich habe dieses Replay im Forum empfohlen, sag ich jetzt mal, mit einem Screenshot dazu. Und ja, es ist sein wahrscheinlich bestes Spiel des Lebens und wahrscheinlich das beste Panther-Replay, das ich hier auf dem Kanal haben werde. Also ihr, ne, an die lieben Panther-Jungs, schaut mal, ob ihr das toppen könnt. Es ist ein Gefecht in seinem VKD, wie bereits erwähnt, dem Tier 6 Medium der Deutschen, den wir schon mal hatten. Ja, ne, so ein bisschen Allrounder, Medium, nettes Gefährt. Ist hier Low-Tier im neuen Matchmaker, sprich drei Top-Tiers, so in einem, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 6 Mid-Tier, sprich Tier 7 und der Rest. Tier 6 spielt hier mit einem recht hohen HE-Layout, sprich 28, 25, 16. Hat hier all die kleinen Sachen drin, auch der kleine Feuerlöscher. Spielt hier Aufstepfen, Begegnung. Und ja, wollen wir nochmal sehen. Eben wie gesagt, die Standard 75mm Waffe hier auf diesem Niveau. Sag jetzt mal. Und eben der VK ist, glaube ich, eher ein bisschen schneller als der VKM. Also der VKD ist eher schneller als der VKM. Und was gibt es noch für ein 6. Medium in der Reihe? VK3601, aber das ist sowieso wieder was anderes. Ja, er entscheidet sich hier aber, so wie es aussieht, zum Richtung Köpfer. Zusammen mit, ja, doch einen größeren Teil des Teams. Doch, ja, mit einem ziemlich größeren Teil des Teams. Ist auch recht legitim da. Habe ich jetzt die freie, nee, so ist aus, die zweimal R gedrückt und kurz irgendwas noch geschaut. Ja, auf der Map ist der Cap immer so eine Sache, weil oftmals passiert ist es halt, all die schweren Heavy Tanks durch die alle zwei Linien durchwaschen wollen, durchkämpfen und hier die schnellen Mediums dann hier schnell den Cap aufräumen und dann cappen und die Heavys haben keine Chance mehr rüberzukommen. Sprich, man darf hier auf der Map den Cap ja nicht vernachlässigen. Beziehungsweise hier ist wirklich eine Map, wo man unbedingt den Cap verteidigen muss, im Gegensatz zu ein paar anderen Maps, die es gibt, wo bei Begegnung ziemlich useless ist, aber hier ist er wichtig. Und auch aus Low-Tier-Mädchen fährt hier gerade ziemlich aggressiv vor. Aggressiv. Wo sind seine Top-Tiers? Wir haben einen Stritzwagen hinter ihm und zwei Bulldoggen. Wo sind die? Bin ich blind oder blöd? Ach da, ein Bulldog ist ja gerade neben ihm. Und das zweite ist, ach, der LTTB. Da ist da, okay. Ja. Jetzt eben hier mit Top-Tier-Lights, die das... Oh, und hier kommt schon mal der erste vor. Wow, das war ein geiler Schuss. Nochmal Kill Nummer 1 bereits. Genau, kann hier wunderschön Type durch den Tummel schießen. Oben dran sind die vier Lights, also Lightschwämme ist mal wieder vorhanden. Das heißt schon ein bisschen extrem, ne? Ich hoffe, das nimmt wirklich mal ab. Entscheidet sich jetzt hier vorzudrücken, finde ich eine spannende Entscheidung, mit dem Bulldog zusammen. Der Bulldog kommt tatsächlich mit. Also nicht so, dass der Bulldog hier einen auf Damage Deal machen will. Ja, sein Team ist allgemein recht gut aufgestellt, ne? Er steht ja auch schon im Cap drin. Wie gesagt, schaut hier, Heavy Road total überrannt, aber das sind jetzt fünf Panzer hier und fünf langsame Panzer mit OI, ONI und Tiger und Prot. Die brauchen sicher mindestens eine Minute, um über das Spielfeld zu kommen, hier zum Cap. Und darum ist jetzt hier wirklich wichtig, dass die das hier alles aufräumen und was ist das? Ein T21? Ja, T21. Ist wichtig, dass sie sofort den Cap aufräumen. Ihr seht auch schon zu dritt drin. 5 zu 4 steht es aktuell, also eigentlich recht ausgeglichen. Muss hier dabei morgendlichen Kaffee trinken, sonst schlafe ich noch im Tisch ein. Werden hier langsam, sind hier langsam aufräumen mit 6 zu 4. Wobei jetzt aber die Heavys natürlich hinten durch sind, obwohl die Lights sind von ihnen auch durch, also also 132, guck an. Ja, hier im Melechin kann jetzt natürlich hier wunderschöne Türmchen snipen, Snapshot funktioniert perfekt. Ja, Type ist jetzt drauf gegangen. Dafür ist aber auch der Bulldog drauf gegangen. T21 ist auch drauf gegangen. Ne, der lebt ja noch. Oh, jetzt aber platten sie langsam. Jetzt ist 7 zu 8. Also sprich, der Vorsprung ist langsam kleiner geworden. Und der WZ entscheidet sich jetzt hier, Full YOLO reinzufahren.
Hat er schon jemanden resetten können? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls hat er jetzt sein Leben gezahlt. Also das war ein bisschen ein YOLO-Move. Gut, wahrscheinlich hat er es geschafft, jemanden zu resetten, aber ob es jetzt so wert war. Aktuell 800 Damage von Melechin auf der Uhr. Das Problem ist aber immer noch, die Zeit tickt und die Heavys kommen. Jetzt wird er hier vom Tiger angerempelt. Gut, ich weiß natürlich, ob er jetzt im Tiger im Weg gestanden ist oder der Tiger einfach so dumm rumgestanden ist. Er hat jetzt den Cap nochmal resettet. Was müsst ihr machen, ganz kurz, vielleicht um nochmal ein bisschen strategisch zu machen. Es sind hier 4 Panzer gegen 2, auch wenn 2 davon One-Hit sind, die können schießen. Sprich, Tiger und er müssen jetzt kurz vorfahren, am Mix rausknallen, beziehungsweise Tiger so und der VK da und dann die Lights so ein bisschen im Hintergrund zum Backup und dann hier kurz die Lights rausschießen und dann gemeinsam auf die Heavys, aber, falsche Taste. Das Problem ist, was sie jetzt haben, dass das Lights immer wieder vorpieken können. Genau. Und einfach einen nach dem anderen rausschießen und, ja, der Schuss geht's leider nehmen. Und sich so Zeit verschaffen, bis die Heavys kommen. Es ist natürlich schwer, das mit random Jungs abzusprechen, dieses auf die rauf pushen, aber es müsste unbedingt funktionieren. Müsste halt er vielleicht den ersten Schritt machen, beziehungsweise. Oh hier, geil, er wollte auf dem WZ schießen, hat aber aus Versehen, Anführungszeichen, Amix getroffen. Jetzt haben sie ein Problem, weil jetzt kommt der Tiger auf ihn drauf. Jetzt müsste Melechin unbedingt sagen, gut, ich fresse mir jetzt die Schüsse und gehe die zwei Lights holen, weil der Tiger kommt immer näher, von der Gegend. Und da hat der Tigerschuss gefressen. Wie gesagt, hier ist jetzt vielleicht die Frage, inwiefern ist ihm jetzt der Tigerschuss wert gewesen? Wieso hätte er jetzt nicht einfach kurz die zwei Lights rausknallen können? So, wunderschön, Nummer 1. Vielleicht zwei Lightschüsse fressen, dafür nicht den Tigerschuss. Entscheidet sich auch ein WZ noch rauszuklicken, hat die 1100 Damage auf der Uhr. Zack, zweiter Achter weg. Sehr schön. Wow, nice, hier konnte ein Tigerschuss sogar noch bouncen. Ey, und da hinten kommen langsam Prototype und KV beide noch voll. Oder zumindest der KV fast voll. Oni wissen wir noch gar nicht, wie viel Leben der hat, aber nehmen wir jetzt mal stark an, dass er auch voll ist. Kann jetzt ein paar Seitenschüsse auf den Prot machen, hat sogar getroffen. Der Snapshot, jetzt kommt hier der Tiger wieder raus, zu fest angewinkelt. Mit APC kann hier locker seitlich durchschlagen, finde ich auch eine legitime Ding. Boah, hier nochmal ein Snapshot. Ey, das ist der Panzer, ist Snapshot-Meister. Der Tiger fährt jetzt hier YOLO drauf. Kriegt ihn jetzt aber hier gerade nicht mehr ran. Kann ihn noch retten? Nein, aber er konnte dazu beitragen, dass er sich selber zerstört durch das Rammen. Puh, jetzt steht Melechin hier alleine gegen den noch vollen Prototype oder fast vollen Prototype und den fast vollen KV. Versucht jetzt hier sich die Stand zu bringen. Ist One-Hit für beide. Nee, der KV nicht, aber für den Prototype ist er One-Hit. Oni ist auch noch da irgendwo unterwegs. Man weiß aber leider nicht, wie viel Leben der hat. Um mal die Statistik-Freaks zu beglücken. Sind eigentlich alles gute Spiele, also gute, alles durchschnittliche Spiele im Gegnerteam. Also die wissen, wie man mit WASD umgeht, böse gesagt. Die cappen jetzt vor allem auch, zumindest einer cappt. Das ist eigentlich so ein bisschen das Böseste, was sie machen können. Auch das Richtige. Oh, er kommt doch nie. Ah, oh, er ist 2-Hit. Oh, ja, ja, er hat Glück, dass er hier nicht getroffen hat. Kann er jetzt hier circlen und den Oini rausnehmen. Mit 5 Kills nur unterwegs. 1900 Damage. Sind am Cap mehr. Seht, ein Capper geht recht lange. Mit über 3 Minuten 40. Also, einer alleine muss nicht unbedingt versuchen zu cappen hier. Sobald es dann aber 2 oder 3 sind, wird es schon clever. Sieht so aus, dass einer ihn chasen will. Sprich, wahrscheinlich wird der KV ihm nachfahren wollen. Oder Prot, man weiß nicht so genau. Aber das gibt mir jetzt Zeit. Das gibt mir jetzt sehr viel und sehr wichtige Zeit, sich neu zu positionieren. Entscheidet sich jetzt hier übers offene Feld zu fahren, was ich ein bisschen risky finde, weil ich meine, er hat noch 3 Minuten Zeit und er weiß, dass ihn ein Panzer verfolgt. Sprich, wenn einer Panzer jetzt hier die Ridgeline entlang gefahren wäre, wäre er jetzt hier offen auf dem Präsentierteller. Hat es aber Glück, dass das wohl nicht der Fall ist. Ich frage mich hingegen, wo der zweite Panzer hin ist. Jetzt hat hier ein KV aufgemacht. Oi, oi, oi. Hat den KV-Schuss sogar noch fressen können. Hat jetzt auch das Medkit verbraucht. Nicht aufpassen, genau. KV hat aktuell mit der kleinen Waffe ein. Oh, der Prot scheint rausgefahren zu sein. Sprich, der Prot wird den auch chasen wollen. Oh, kommt er hier noch weg? Ich glaube es eher weniger. Oh Gott im Himmel. Hat hier 2100 Damage auf der Waffe. Versucht jetzt abzuhauen. Das finde ich eine richtige Entscheidung, aber merkt. Oh, oh gebounced. Der hat den Prot gebounced. Jetzt schießt er hier mit Auto-Aim wahrscheinlich ein bisschen verzweifelt drauf. Oh, jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er richtig ein Problem. Jetzt wurde hier festgenagelt. KV ist aber noch drinne. Der KV chased ihn nicht. Jetzt ist es. Jetzt ist die Frage. Kann er ihn. Oh! Schon wieder gebounced! Ach du Scheiße!
Ja, jetzt kann er in den Circle gehen, was aber der KV macht, weiß ich nicht, weil der KV schläft irgendwie. Schießt hier noch seine letzten APCR-Schüsse leer. Hat natürlich der Protag keine Chance, weil der VK ist wirklich einfach zu schnell. Versucht jetzt hier den VK Richtung... Oh, jetzt kommt der KV auch raus. Oh, jetzt kommt der KV auch. Oh, fuck den Prot noch an. Ah! Er hat den Prot rausgenommen. KV schafft es nicht, den Turm zu drehen. Oh, Gott im Himmel. Der KV ist tot. Er ist in dem Frack. Er ist sicher. Kann KV noch mal eine geben, der während der Fahrt die Waffe nicht mehr unterbringt. Zwei One-Hits und... Wow, ey. Er hat es hier noch geschafft. Er hat sie noch gedreht. Er hat hier... Den Prototype im Nahkampf noch rausgesirkt, den fast vollen Prototype, den KV, der zu lange langsam war, also wow. Huh, ihr seht hier die Bounce von Prototype und noch mehr Prototype und noch mehr Prototype und wow. Wow, das war jetzt wirklich ein Ende, das wow. Ich kann ja nicht viel sagen, weil es ist jetzt wirklich gerade ein bisschen, das war Action pur, muss ich jetzt mal gestehen, ne? Ja, wir haben hier 3600 Damage von ihm gemacht, 7 Kills, das Gefecht eigentlich gewonnen. Ganz ein Friedhof. Natürlich extrem bescheuert gespielt von den Gegnern, darf man anmerken, aber ich glaube, sowas braucht man einfach mal immer wieder. Weil KV viel zu lange wartet, bis er zu Hilfe kam. Und... Ja, aber hatte ich auch Glück gehabt, Mellechin, mit den vielen Bouncen, aber ich glaube, diese Autobouts-Winkel, die waren legitim. Natürlich auch wunderschön gespielt mit dem Circle, mit den Entscheidungen, dass er zuerst hochfahren will und dann, ah nee, doch, reicht doch nicht und... Nein, war wirklich super, aber ich würde sagen, wir erholen uns kurz, schauen uns gleich die Postgame-Stats an. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu den Postgame-Stats von diesem... Gerade ziemlich atemberaubendes Spiel, wortwörtlich. Wir haben hier natürlich das Panzerass. Irgendwelche kleinen Sachen, die keinen Schein interessiert. Die Nikos-Medaille, wo die kriegt man für 4 gegnerischen Panzer oder Panzer, also Tank Destroyer, also TDs, mit einem Medium-Panzer zu zerstören. Wobei die Gegner mindestens ein Tier höher sein müssen. Sprich, eigentlich 4 Panzer zerstören, die ein Tier über dir sind als Medium. Ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist eigentlich, die sieht man nicht viel, aber ist eigentlich nicht so eine, nicht mal so eine extrem schwierige Medaille, aber sieht man trotzdem recht selten. Spartaner natürlich mit dem Bouncen, wenn man eigentlich One-Hit ist und großes Kaliber natürlich Krieger. Schade, ich hatte eben die Redley sonst auch verdient hätte gehabt, die Redley, Yoda spricht, hoho. Hat hier 3600 Damage geschossen in seinem Tier-6-Panzerchen. Gibt 1700 Base Experience mit 7 Kills, das ist, wow, das ist eine Hausnummer. Ja, hier als nächstes der LTTB-Type und der Mix. Stützwang hat auch noch recht viel gemacht und der Rest dann eigentlich, naja. Im Gegner-Team war der WZ der oberste, 132, aber auch kein Wunder, Oni. Prototype. Ja, das Gegner-Team ist so ein bisschen locker aufgestellt, aber okay. Kommen wir aber zum spannenden Teil. Er hat 45 Schüsse abgegeben, davon 35 getroffen, ist aber in Anbetracht der ganzen Snapshots, die er gemacht hat, eigentlich eine sehr gute Leistung hier. Von diesen 35 hat er 29 penetriert, da waren ein paar noch am Schluss auf dem Prototype frontal noch ein paar so, ich weiß auch nicht, sagt man vielleicht so ein bisschen Verzweiflungsschüsse. Wie gesagt, hat 3600 Damage davon, wow, davon nur ein einziger Schuss gesniped. Das war der eine Schuss, glaube ich, auf dem Prototype, der glücklich getroffen hat. Der Rest alles im Nahkampf gemacht. 1000 Damage geblockt in dem 6er Medium. Wow, geil. Das war wirklich spielentscheidend, diese 1000. 9 angeschossen, davon 7 zerstört. Also 9 angeschossen, 4 halt nicht wirklich viel gespottet mit 182. Aber eben, wie gesagt, es war recht viel Nahkampf dort unten in den Dünen drin. Und zusätzlich noch 3,6 Kilometer gefahren. Also das ist recht lange. Ja, natürlich, weil er halt so viel verschossen hat, kam natürlich auch die Premium-Munition dran. Besonders gegen den Schluss finde ich das total legitim. Gibt halt ein Minus von 19 bzw. knapp 20.000. Aber ich denke, für so eine Runde ist das total okay. 1700 Basics P gibt 2600 Standard. Ich würde behaupten, die 2600 stehen bei ihm jetzt auch im Wehrspaß aktuell als höchste XP. Mit einem Mal 5 Bonus sogar gibt es 1300 XP. Ich hoffe, die sind dir in die Crew reingeflossen oder
wenn du am Grinden warst, hätte dir einen schönen Schub gegeben, aber ich bezweifle, dass du am Grinden warst. Zusätzlich noch 670 Pfeife, das ist extrem viel, ne? Wow. Ja, also, ich würde sagen, das war's für dieses extrem geile, spannende Gefecht. Danke dir vielmal, Melechin, mir das zu geben. Denke, das war wirklich mal was Schönes zu sehen, dass mir auch aus Low-Tier wirklich reißen kann, dass der VK wirklich ein netter Tier 6 Medium ist, sprich, für alle von euch, auch vor allem für die Anfänger, sage ich jetzt mal, die sich ein Medium suchen. VKD, denke ich, ist sicher eine, der ein bisschen, dem man ein bisschen was leisten kann auf Tier 6. Ja, das war's aber auch schon. Ich glaube, hier gibt's nicht mehr groß was zu sagen. Geile Runde, Gratulation und mal schauen, ob es einen anderen Panther-Member gibt, der das herausfordern kann. Ja, liebe Zuschauer, das war's aber für dieses Replay. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!